Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator. Na komm. So. Wir kaufen in der Folge erstmal einen neuen LKW. Und da müssen wir erstmal gucken, wie wir es mit der Lackierung machen. Bei den Skyline-LKW, da hatten wir vorgefertigte Lackierungen, weil es dort die verschiedenen Lackierungen gab, glaube. Aber bei den Volvos, glaube ich nicht. Da müssen wir die immer selber anpassen, ne? Genau, hier war Iron Wolf und die anderen vier waren auch diese Standardfarben. Da hatte ich überall... Genau, hier war es auch dieses Standard-Blue. Hier war Standard-Rot. Genau, hier waren es überall diese Standardfarben. Genau, da war noch Gelb. Und Eukalyptusgrün. So, bei den Volvos aber nicht. Da mussten wir alles manuell benutzerdefiniert. Benutzerdefiniert, genau. Gut, das heißt, die wiederholen wir uns einen neuen Volvo-LKW. Auch mit benutzerdefiniert, aber mit Weiß. Ja. Okay. Auflieger, LKW, Arbeitsagentur, LKW-Händler. Volvo. Da. Online. Flotten. So. So ist gut, ne? So sieht's ganz gut aus. Also ganz leichter Silberton, aber halt trotzdem noch weiß. Das sieht gut aus. Wie war's? Wieso kann ich nicht kaufen? Oh. Ja, ich brauche jetzt mal Bank. Verdammt. Reicht das? Reicht. LKW-Händler. Das sind ja alle so eine helleren Farben. Bei Weiß gibt es leider kein helleres. Von daher. Das ist ein schönes Weiß. Ja. Ja, so ist in Ordnung. Kaufen. So, wenn wir uns jetzt gucken. So, hier einmal. Da brauchen wir bloß noch einen Fahrer. Fahrermanager. Beziehungsweise gucken wir ein bisschen bei Garage Manager. Da haben wir hier zwei Damen, zwei Typen. Und hier haben wir drei Damen, zwei Typen. Das heißt, achso, genau, aktuell ist also genau Gleichstand. Wir haben hier. Klingt ein bisschen böse, aber. Ein Überschuss von einer Frau. Und hier haben wir es genau gleich. Und mit mir zusammen ist es jetzt genau ausgeglichen. Gleich viele Männer wie Frauen. Das heißt, wir können eigentlich jetzt aussuchen. Also ist eigentlich völlig egal, was wir jetzt holen. Gucken wir einfach mal, was auf dem Sklavenmarkt aktuell am billigsten ist. Und dann. Nein! Hä? Was ist denn hier? Da. So. 1,7, 1,7 alles. Er hat zumindest Langstreckerfahrung, aber er sieht echt aus wie so ein Knasti. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Die sehen auch alle nicht sympathisch aus. Ich meine, er geht. Aber er hat halt gar nichts so. Überhaupt nichts so. Dann doch wahrscheinlich eher er. Der hat so einen witzigen Blick drauf. Ich würde schon gerne mindestens ein Fernfahrt haben.
Das heißt, dir fallen auch alle raus. Hier. Ich glaube, sie. Gut. There we have it. Okay. Okay. So, jetzt haben wir noch einen LKW mehr. Dann haben wir also hoffentlich dann auch, wenn wir jetzt nochmal die E-Mail lesen mussten. Wie sieht es eigentlich aus mit den Fahrermeldern? Hat er sich jetzt das gespeichert, dass wir hier jetzt umgestellt hatten? Fernfahrt. Ja, okay. Hat er alles. Alles Fernfahrt. Wie ist ausgeglichen? Genau. Sehr geil. So muss das sein. Okay. So. Ja, den Auftrag würde ich ungern annehmen, wenn der bringt kritisch Schotter. Aber wie gesagt, das ist jetzt die letzte Folge. Und die Version 147 steht quasi vor der Haustür. Ich glaube nicht, dass das so eine intelligente Idee ist. Also jetzt bräuchten wir eine ganz kurze Tour. Genau, wovon ich rede. Vielleicht ein bisschen zu kurz, aber hey. Man nimmt, was man kriegt. So, wo müssen wir lang? Wir müssen... Ach da. Ja, reparieren müssen wir unsere LKW auch noch, ne? Demnächst rechts ab. Scheiße, ey. Ich gehe zurück in der Werkstatt. Ja, dann gibt's eine Werkstatt. Dann fahren wir am besten hier rum, dann haben wir das den ganzen hier auch mal aufgedeckt. Wie sieht's eigentlich aus? Auftrag, Aufträge. Wo ist unser Auftrag? Achso, Prachtmarkt. So. Ja, sollten wir also locker schaffen. 5 Stunden. Die Frage ist, wir sind schon relativ müde. Ups. Entschuldigung. Nicht, dass der Auftrag zeitmäßig jetzt zu knapp wird. Und nochmal pennen gehen vor dem Auftrag ist schwierig. Immer geradeaus und dann rechts abbiegen. Aber weißt du was? Wir fahren jetzt zur Werkstatt, reparieren mit unserem LKW und dann gehen wir auch gleich mal pennen. Und dann gucken wir mal nochmal, was wir denn für Aufträge haben. Links halten und dann links abbiegen. Aber ich glaub mal, das wird ansonsten zeitlich einfach immer zu eng. Aus. Weil wir jetzt schon ein halbes Bett. Ich glaube nicht, dass das was wird. Ach ja, ja gut, da haben wir ein bisschen Minus. Ich gehe mal bloß in 10.000. So. Achso, halt erstmal schlafen.
Kann ich überhaupt mit Auflieger pennen? Nee, ne? Oh doch. Mitten in der Nacht. So. Achso, die Stirn können wir. Ja, die Stirn können wir jetzt hier gleich direkt zurückkriegen. Easy. So, gucken wir mal, was wir jetzt für Aufträge haben. Fracht. Oh, 166.000. Oh Mann, ich will das Geld haben. Leute. Ah, das wäre so ein geiler Auftrag. Weißt du was, fick die Hände. Wir nehmen den Auftrag einfach. Und entweder bis zum nächsten Release, bis zur nächsten Aufnahme, ist neue Version draußen. Oder halt nicht. Weil es auch schon blöd ist. Ah. Ach, fuck. Biege nach links ab. Irgendwie ist man dabei sehr unangenehm. Aufträge. Gibt es denn einen kürzeren Auftrag? Na? Hä? Achso, ich bin wieder im falschen Gebiet. So, genau. Gibt es denn was Kürzeres? Nicht wirklich. Der ist auch schon wieder zu lang. Der ist auch zu lang. Ne. Dann bleiben wir bei denen, die wir haben. Oder wieder bis zur nächsten Aufnahme ist noch eine Version draußen. Vielleicht verzögere ich denn ich noch einfach das Update. Ist ja das Schöne dadurch, dass ich hier mit der Wine-Version spiele. Also die Version, die nicht über Steam läuft. Kann ich selbst entscheiden, wann ich update. Oder mache ich das Update zur Not einfach erst dann, ja, wenn wir mit dem Auftrag dann durch sind. Weil Junge, 166.000 ist schon ein Batzen. Ich dachte, die Ampel war gerade außer Betrieb, weil die grün geblinkt hat. Was war denn das gerade für eine Aktion? Weil gelb ist ja die Vorwahl, also gelb ist ja, ne, dass gleich rot wird, so. Aber warum auch noch grün blinken, damit man weiß, dass gleich gelb wird? Das ist ja dann quasi eine Vorwarnung für die Vorwarnung, so, hä? Wer kommt auf so eine Idee? Das kann doch nur schon wieder das Ministerium für Ministerien gewesen sein, oder? Biege nach rechts ab. Wir müssen ja nicht schon rum. Los, fahr, weg. Dankeschön. Die links rechts abbiegen. So. Biege nach rechts ab. Ich bin so aufgeregt. Wir sind fertig. So, Frachtmarkt. 166.000 Euro. Wir haben auch noch schön viel Reserve. Alter, wir haben fast den ganzen Tag Reserve. Wow, okay, also besser geht da fast gar nicht. Naja, ich glaube, da werde ich das Update auf jeden Fall verzögern. Das ist ja richtig gut. Irgendwie sind wir hier viel zu weit. Whoops. Ja. Das wird immer gar nichts.
Ja. Ja. Kilometer. Ja, 35 Stunden. Wir müssen also mindestens 3 Pausen machen, wenn wir legit fahren. Also nee, mindestens. Ja, doch, mindestens 3 Pausen. Mit 2 Pausen wird's eng. Ich meine, wir sind jetzt komplett ausgeschlafen. Aber 2 Pausen heißt, wir hätten mehr als 11 Stunden zwischen jeder Pause. Das geht, glaube. Wird aber super eng. Okay, gut, wir haben. Also 3 Pausen können wir auf jeden Fall machen, aber definitiv mehr als genug Reserve für. Na. Also wir können schön chillig fahren plus 3 Pausen. Sieht also alles ganz gut aus. Nächste Pause ist dann aber schon in 9 Stunden. Ah ja. Medizinischer Impfstoff, 5 Tonnen. Oh, ist also auch relativ leicht. Sehr geil. Wir kommen also schön schnell voran. Aber dann rasen wir bis jetzt noch ein bisschen für den letzten Rest der Folge. Erst bin ich raus. So. Haben wir noch einen schönen Vorsprung? Eieiei, 2400 Kilometer. Ist definitiv eine unserer längsten Strecken. Ich weiß, wir hatten schon mal eine Strecke gehabt, die auch fast 2000 oder so etwas, also auch halt um die 2000 Kilometer waren. Keine Ahnung mehr, wie lang genau die war. Müssen wir hier raus? Ich glaube, wir müssen hier raus. Müssen wir raus? Leute, ich glaube ja. Ja. Was wir gerade sagen? Genau, wir hatten schon, glaube ich, mal eine Strecke so um 2000 Kilometer. Ich weiß halt nur nicht mehr, ob die kurz knapp unter oder über 2000 Kilometer war. Ja. Ach. Los, big up. Wenn wir die Fahrzeuge die ganze Straße hier zu parken, gibt's doch ja nicht. Na, dann heißt es 166.000. Kriegen wir also alleine damit schon ein paar Verträge raus. Ein paar, Dienstagmuster. Raten, Mieten. Wann gelten das? Ich bin gerade komplett raus. Kredite, genau. Genau. Das heißt, dann haben wir. Ja, mindestens 2 wieder raus. Dann verdienen wir auch noch so durch unsere Mitarbeiter während der Zeit. Das heißt, wenn wir Glück haben, haben wir dann nach dieser Mission ordentlich Schotter. Und dann können wir gucken, ob wir das Geld ja tatsächlich nutzen, um uns dann einen neuen Aufflieger zu holen. Oder dass wir sagen, nee, mal lieber die Füße stillhalten noch. Und dann lieber noch ein paar Mitarbeiter holen. Also auf LKWs. 4 Mitarbeiter. Problem dabei ist aber, ich hätte ja schon gerne so, dass wir pro Garage einen Händler hätten. Und wir haben jetzt bereits eine Garage voll mit Volvos. Und unsere neue Heimgarage ist ja jetzt auch Volvo. Weil wir ein Volvo haben und in der Garage sind. So,
Das heißt, das wird dann also auch eine Volvo-Garage. Und damit werden also die nächsten LKWs, die wir uns holen müssen, für diese Garage, dann also auch wieder Volvos. Das heißt, dann können wir erst die nächste Garage nutzen, um dann noch eine andere Firma einzustellen, also MAN zum Beispiel. Weil eigentlich wollte ich ja, ne, dann bei der nächsten Garage erstmal wieder auf MAN gehen. Weil wir haben ja derzeit Volvo und Scania. Aber gut, dann muss MAN noch ein bisschen warten. Oder wir gehen ganz nuts und sagen, fuck it, die Heimatgarage, die wir jetzt haben, bleibt exklusiv für uns. Und wir holen uns als nächstes nochmal eine neue Garage. Plus LKWs. Und die dann halt komplett MAN. Aber ich glaube, das macht preislich halt keinen Sinn. Weil dann binden wir da wieder 180.000 Euro. Und das... Denn wäre quasi dieser Auftrag komplett nur dafür drauf. Und ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Von daher, nee. Muss immerhin noch ein bisschen warten. Und als nächstes holen wir uns dann erstmal wieder 4 neue Volvos. Oder schicken Auflieger. Ja. Warum waren die so langsam? Also, es ist 50er Bereich. Ups. Warum denn diese? Vielleicht wenn die einen kaufen? Kann das sein? Aber bei so eng sind sie gar nicht. Kann sein, dass jetzt gerade die Allee zurückfahren? Nee, ist nicht die Allee. Ah! Wieder 14.000, geil! Ich bin mal echt gespannt, wie viel Geld wir denn zum Ende dieser Mission haben. Oder anders gesagt, wie viele Kredite wir ausgelöst haben. Also, naja. Kredite ausgelöst müssen wir dann eigentlich alle haben. Wobei, wir haben 4 aktuell. Ah, okay. Bin mal gespannt, ob wir dann alle Kredite ausgelöst bekommen. Ich war gerade irgendwie, dass wir noch 2 haben. Aber eben, wir haben ja nochmal 2 geholt, 2 Kredite. Eben, wir haben aktuell 4 Kredite. Ja. Ey, Junge. Ich hab Vorfahrt. Und er kann jetzt nicht mehr kommen mit, er hat mich nicht gesehen. Weil der Konsistenzstreifen von mir hat seinen gesamten Horizont verdeckt. Der hat mich auf jeden Fall gesehen. Oh, von mir gerade wieder in Deutschland. Die ganzen Tankstellen und die ganze Straßenführung. Sieht schon wieder sehr deutsch aus. Wo sind wir denn? Ja. Nee, nicht wirklich. Nee. Ist nicht Stammmap-Gebiet. Das Stammmap-Gebiet geht erst hier so ungefähr los. Ich weiß gar nicht, hier unten war, glaube ich, früher auch schon, aber hier ist auf jeden Fall alles relativ neu. Glaube, weiß ich gar nicht. I have no idea. Aber wir fahren auf jeden Fall durch Deutschland durch, habe ich gerade gesehen. Es wird also von der Straßenführung auch erstmal nicht besser. Was schon irgendwie schade ist. Naja. Das Schöne ist halt, wir haben halt nur 5 Tonnen geladen, die sind also relativ wendig. Ja, eigentlich können wir hier auch in der Stadt gleich feiern machen, ne? Oh ja, hier ist sowieso gerade rot. Naja. Na gut, dann würde ich mal sagen, machen wir an der Stelle auch Feierabend.
So. Na, und dann, wie gesagt, in der nächsten Folge, wir haben jetzt aktuell 4 Kredite. Genau, ja. So, in der nächsten Folge gucken, wie viele Kredite wir abgebaut haben. Also nicht in der nächsten Folge, sondern halt, wenn wir mit der Mission fertig sind. Was noch ein paar Folgen dauern dürfte. Und dann entweder ein paar Volvo-LKWs oder ein neuer Auflieger in der neuen Werkstatt. Ein doppelteiligen Auflieger. Ein HCT oder ich weiß nicht mal wofür die Abkürzung steht, aber es ist halt so ein Megaliner. Oder wird halt als Megaliner oder Gigaliner bezeichnet hier in Europa. Leider gibt es ja nicht so eine Trains wie in Amerika, wo du dann einfach so 4 oder 5 Auflieger drauf hast. Gut, aber ich meine, da würdest du auch hier durch keine Kurve durchkommen. So. Ja. Nee, aber wie gesagt, so ein doppelteiliger Auflieger. Müssen wir mal gucken, ob wir dann wirklich Bock drauf haben. Oder ob wir nicht doch eher realistisch bleiben und dann uns lieber ein paar Volvos für unsere neue Garage holen. Oder halt, wie gesagt, eine neue Garage mit ein paar MAN-LKWs. Wobei das dann auch wieder eher sinnfrei wäre, weil die neue Garage halt wieder 180.000 Euro kostet. Und damit dann der Auftrag quasi alleine dann schon dafür drauf geht. Das ist halt, naja. Ja, müssen wir mal gucken. No. Auf jeden Fall, damit bis zum nächsten Mal. Bis dann.